Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind vor den Toren der Stadt Ratai und wollen zum einen dem Adam sein Eigentum bringen und zum anderen... Nanu? Zum anderen ihn fragen, ob er endlich bei uns in der Schenke arbeiten will. Genau, richtig. So ist es. Ja, wir haben Klötze gespielt beim letzten Mal. War sehr lustig. Haben wir gewonnen. Und irgendwas wollte ich noch. Irgendwas geistert mir gerade im Kopf rum, aber ich komme nicht drauf. Das spricht nicht für mich, ich weiß. Schauen wir auf die Map. Da ist der Adam, genau. Irgendwas wollte ich hier noch machen. Was ist denn das hier? Achso, das ist der Landstreicher. Das ist der... Genau, da ist der Peschek. Was wollte ich denn noch machen, Mensch? Eilix Blechle. Klötze, ne? Das wollen wir nicht. Ach ja, die Kumanen wollte ich noch kloppen. Genau, stimmt. Das wollte ich heute auch noch machen. Ja. Das wollte ich auch noch machen. Und den Nachtigall wollten wir noch fragen. Wenn wir ihn sehen, ob er bei uns in Pribislavitz mitmachen will, weil es da so lustig ist. Naja, oder vielleicht auch nicht. Hey Adam. Gelobt sei Jesus Christus. Jo. Ich war beim Köhler. Rate mal, wo ich war. Bei einem rußverschmierten Kerl, der einen neuen Kessel hatte. Wirklich? Und wie ist es gelaufen? Ich habe ihm abgenommen, was übrig war. Den Rest hat er wohl versoffen. Ja, ist nicht alles, aber das ist mir egal. Ich bin selbst für das bisschen dankbar. Was schulde ich dir? Nix, du bist ja mal fast mein Schwager und so. Na, ich will nichts. Ich bin froh, einem Nachbarn geholfen zu haben. Wie großzügig von dir, Heinrich. Ich bin dir unendlich dankbar. Falls du je was brauchst, komme ich zu dir. Mach's gut. Ja, ich brauch zufällig was hier, mein Herr. Adam, hör mal. Du bist ein freundlicher Geselle und kennst dich mit Wirtshäusern aus. Wie fändest du es, als Wirt für mich zu arbeiten? Was? Ich? Als Wirt? Ich habe eine Schenke in Pribislavitz. Herr Divisch hat mich damit betraut, dort neue Häuser zu bauen. Aber wer will in einem Dorf ohne Schenke leben? Und jemand muss sie betreiben. Nun, Heinrich, ich wollte schon immer auf meine eigene Schenke sparen, um die Familientradition fortzuführen wie Vater und Bianca. Und da kommst du mit diesem Angebot daher. Ich weiß. Genau deshalb habe ich dich gefragt. Hab Dank. Ich werde dafür sorgen, dass die Schenke immer bumsvoll ist. Alles Gute. Ja, lieber bumsvoll als andersrum, gell? Genau, richtig. Na dann. Schön, also wäre das auch erledigt? Moment, du bist doch der Beran, oder? Ja, tatsächlich. Glück und Gesundheit. Ja, ja. Ja. Gott sei mit dir. Na gut, so, jetzt brauchen wir bloß noch den Nachtigall. Verdammt, aber den jetzt zu finden, das dürfte auch schwierig werden. Der ist es nicht, der ist es nicht, der hat einen anderen Hut. Wer bist du denn? Ein Bürger, okay. Ja, wir laufen jetzt einfach mal kurz eine kleine Runde. Vielleicht treffen wir ja zufällig den Nachtigall. Hallo, Heinrich. Du bist nett. Du bist es. Oh, ich kann mit dir nicht reden. Ach, Mensch. Nachtigall. Na, okay. Also können wir nicht anhören. Ah, das ist echt ärgerlich. Ja, Adam, was machst du noch hier? Du sollst doch bei uns in der Schenke arbeiten. Ach, ist das bitter. Das hätte ich jetzt echt gern gemacht. Ja gut, wen könnte ich mir noch vorstellen bei uns? Ja, du nicht, du bist ein normaler Bettler, gell? Der Bernhard, der ist hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was soll's, komm Leute, gehen wir Kumanen jagen. Gehen wir die Kumanen wegklatschen, genau. Kumanen dübeln. Wieso nicht? Da ist auch niemand, den ich fragen kann, oder? Nö. Ja, wobei, vielleicht. Mal schauen, ne? Du bist ein Bürger. Ne, die müssen irgendwie einen Namen haben, einen speziellen, denke ich. Bürger. Weil das sind alles so 0815 NPCs, die einfach so ein bisschen für die Atmosphäre sorgen, aber es sieht nicht gut aus. Auch ein normaler Bürger. Dorfbewohner, Dorfbewohner, alles klar, hat sich erledigt.
Also hier werden wir nicht fündig, definitiv nicht. So, zack, aufsteigen, Vollgas. Ja, jetzt wird es auch noch spät, gell? Wen könnte man da noch anheuern? Gut, wenn wir die Kirche bauen, werden wir wahrscheinlich einen Pfaffen brauchen. Der Pater Simon, der ist schon vergeben. Wir hätten in Sasau noch den Skalitzer Pfarrer, oder? Der tummelt sich da doch rum. Wir hätten Tonda noch fragen können, fällt mir gerade ein. Tonda, die Winde, genau. Der ist ja stark. Vielleicht hätte der bei uns am Wachhaus arbeiten können. Ne, er wollte ja nicht Wasser oder Scheiße schleppen. Oder was heißt wollte? Wir haben, glaube ich, ihn nicht genommen. Irgendwie so. Ja, aber jetzt drehe ich nicht nochmal um. Das ist mir jetzt zu blöd. Ne? Ich will ja nicht ständig links, rechts hin und her reiten. Mache ich eh schon viel zu oft. Was mich zu einer Frage in den Kommentaren führt von der Tigerose war es, glaube ich. Warum ich die Schnellreise nicht benutze? Ja, das ist, also ich meine, ich habe sie ja auch schon benutzt. Aber das ist, es macht einfach so viel Spaß, hier durch die Gegend zu tingeln. Durch die Gegend zu reiten. Und da... Da fühle ich mich dann auch nicht so gehetzt, ne? Wenn ich bloß Schnellreise hier, Schnellreise da. Das ist mir so ey, prügel, mach hin, ey, mach schneller. Da kann ich irgendwie, ja, dieses Flair einfach nicht genießen. Deswegen nutze ich eigentlich, wenn ich so vor mich rumeidle, kaum bis gar nicht die Schnellreise. Also würde ich jetzt machen, wenn es mal irgendwie brutal pressiert, wenn es eilig wäre. Dann würde ich vielleicht mal kurz zwischendrin eine Schnellreise nutzen. Matthäus! Du bist ganz schön aufgebrezelt. Ja, du Fritz auch, ihr Sapperlot. Okay, Leute. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Wollt ihr jetzt Schabernack machen, oder was? Was führt ihr denn schon wieder im Schilde, Mensch? Und? Was führt ihr wieder im Schilde? Nun ja, wir haben da so eine Idee. Wie du vielleicht weißt, wird Geld zum Thalberger Steinbruch geschafft, um die Arbeiter endlich zu bezahlen. Ich glaube, jetzt wollen sie überfallen. Nein, hab nichts davon gehört. Sie müssen Lohn für 3 Monate auszahlen und im Steinbruch arbeiten nicht wenige. Nee, das geht gar nicht, ey. Aber das Geld wird bestimmt gut bewacht. Nicht, wenn wir alles richtig machen. Warum sprechen wir nicht mit Andreas darüber? Der hat nicht die Eier dafür. Hat uns zum Teufel gejagt. Wirklich? Wie das? Ah, weiß nicht. Meinte nur, er wäre nicht dabei. Andreas ist nicht dabei? Wird die Sache denn so gefährlich? Wenn ich mitmachen soll, will ich alles wissen. Thalberg ist in der Nähe. Wenn wir es verbocken, könnte es also Ärger geben. Aber was für ein Haufen Silber. Nein, das geht nicht, mein Freund. Damit will ich nichts zu tun haben. Eure Ideen werden von Mal zu Mal verrückter. Wir können also nicht mehr auf dich zählen? Schön, dann machen wir es allein. Tu's nicht? Ach, Mist, ich kann's ihm nicht ausreden, glaube ich. Gott behüte dich. Vielleicht kann ich's ihm Fritz ausreden. Hast du schon mit Matthäus gesprochen? Ja, habe ich. Noch nicht. Doch, habe ich schon. Dann rede mit ihm. Das könnte unsere Chance auf Reichtum sein. Nein, sorry, ist es nicht. Nein, da meine ich mit. Hey, ich habe da etwas in Pribislawitz laufen, aber es gibt Probleme und... Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, Heinrich, alter Freund. Aber ich habe genug eigene Probleme. Ein anderes Mal. Allerdings hast du genug eigene Probleme, Junge. Möge Gott über dich wachen. So. So, vielleicht kann ich dem Andreas irgendwie
Quatsche, dass der das den Burschen ausredet. Wie geht es dir? Es ehrt mich, dass du zu... Ja, ja. Matthäus erzählte mir von seinem Plan. Dieser Mist mit dem Steinbruch? Was zum Teufel denkt er sich? Dir gefällt die Sache nicht? Nein, das ist zu groß und zu offensichtlich. Geht doch nur eine Kleinigkeit schief, sind sie geliefert. Und wir beide auch, wenn wir etwas damit zu tun haben. Was schlägst du vor? Matthäus und Fritz werden das durchziehen. Warne den Hauptmann der Thalmberger Garnison. Sag ihm, dass ein Überfall stattfinden wird und er seine besten Männer schicken soll. Wenn die zwei Hornochsen sehen, wie viele Wachen da sind, lassen sie es mit etwas Glück bleiben. Aber was, wenn sie es nicht bleiben lassen? Tja, dann stecken sie bis zum Hals in der Scheiße. Sie sind meine Freunde. Das ist zu viel verlangt. Ich weiß, aber schau dir an, was sie vorhaben. Die Steinhauer sind ehrliches Volk. Sie haben niemandem je was zuleide getan. Ja, ja, stimmt schon. Oh Gott, oh Leute. Hört mit dem Scheiß auf, eh. Ich sag's dir, hör auf. Lass das. Tu's nicht, mein Freund. Was, Andreas wohl hintergehen? Nein. Mach's gut. Oh. Was tust du jetzt wieder? Was tust du jetzt wieder? Ich meine, ja, es sind die Freunde. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich es ihm ausreden kann. Und ich meine, wir sind auch nicht Kindermädle. Nee. Ich muss es im Robert. Ich steck's im Robert. Ja. Und hoffe, dass die Burschen clever genug sind. Und die Finger davon lassen. Von der Sache. Wo war jetzt das Lager nochmal? Da drüben, okay. Ja. Ja, ich hoffe, dass sie clever genug sind. Dass sie es wirklich nicht machen. Habe ich doch Stimmen gehört. Ja, da hinten. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ach, Banditen, ach mein Gott. Zähle Matthäus alles, na nu? Ja. Ach, ihr Idioten! Du wirst. Ja. Kunda! Hey, ich will gar nichts, Freunde. Ich will gar nichts. Der Fritz? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Sie haben die Banditen platt gemacht. Respekt? Komisch. Was passiert hier? Hey, wer ist da? Was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Matthäus? Da bleiben. Hey, wer ist da? Andreas will euch hintergehen. Ja, komm. Auf geht's. Andreas will euch hintergehen. Was? Er will, dass ich nach Thalmberg gehe und Hauptmann Robert von dem Raub erzähle. Der Hurensohn will, dass wir draufgehen? Den mache ich kalt. Beruhige dich. Das führt doch zu nichts. Benutz deinen Kopf, verflucht. Dieses Schwein. Verfluchtes Schwein. Lass ihn in Ruhe, Junge. Lass ihn in Ruhe. Alles andere bringt bloß Kummer. Irgendwann wird er dafür bezahlen, das schwöre ich. Nanu? Oh, irgendjemand schießt hier mit Pfeil und Bogen, glaube ich. Jawohl. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Mein Pferd hat irgendwas abgekriegt.
Achso, ich brauche Pfeile. Ja, okay, guter Hinweis. Danke. Oh, ich habe fast keine Pfeile mehr. Okay, nehmen wir die Wundpfeile. Was ist hier los? Banditen, alles klar. Wer ist? Oh Gott, Hilfe. Das nennst du kämpfen? Aua. Jawohl. Da hat's ihn hingebescht. So, her mit dem Dietrich und den Groschen. Was sagt man dazu? Pfeil, danke. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. So. Groschen, Pfeil, Pfeil, danke. Hier, der Hase, oh May, wie geht's dir denn? Schaut an, Ando, unglaublich. So, ich nehme jetzt natürlich den ganzen Scheiß auch nicht mit. So, jetzt haben wir vermutlich ganz schön was abgekriegt, ne? Na schön. Ich wollte eigentlich Kumanen jagen. War der ursprüngliche Plan, gell? Ich wollte Kumanen jagen. Was habe ich gemacht? Habe mich wieder total verzettelt. Zappalot. Sackelzement, aber echt. So. Pferd zu mir. Tut mir leid, dass der böse Bandit dich getroffen hat. Das war nicht meine Absicht. So. Irgendwo hier sind die bösen Kumanen. Da drüben sind es, genau. Ich glaube, da habe ich einen gesehen. Okay. So. Bogen raus. Sneaky Beaky. Ich weiß, es ist wieder brutal dunkel. Aber Moment, ich habe doch so einen Nachtgedönstrank dabei, oder? Yeah. Jawohl. Schon sieht man was. Hoho. Ne? Dann seht ihr auch ein bisschen was. Die müssen doch hier ihr Lager haben. Hallo, das ist ja prädestiniert. Das ist ja mega prädestiniert. Ja, alles klar. Oh Gott, erbärmlich. Mist. Ja klar, jetzt hat er noch Verstärkung geholt, der Idiot. Oh Gott. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál anyád szoknya. Látom őt, ott nincs. Ja, hasz auf Zeit jetzt. Zieh bloß das Schwert, du. Okay. Az meg, elég! Legyőztél! Hagyd már! Hé, wer bist du denn? Du hast den Klamotten vergessen, Junge, ne? Da, ein bisschen hinterbiegen. So, so schaut's nämlich aus. Der ist ja lustig. Okay, die haben wir sauber gedübelt. Ah. Ich habe natürlich auch die falschen Klamotten an, gell? Das ist ja super, Heinrich. Klasse. Rennt ihr ohne Rüstung los? Das ist schon sehr tapfer, finde ich. Ein typischer Heinrich, du. Aber hallo. Da, Schultergeblättlinge. Zack. Jetzt wird ja mal ordentlich angewackelt. Warhorse-Helm. Kettenhemd. Ja, also. Ja, jetzt auch. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, kommt ihr, da rennen wir jetzt rein und bashen die Burschen weg. Ja, was ist da los? Ja. Zack, zack, zack. Kaputt. So. Der hat sich gleich freiwillig hingelegt, hat sich gedacht, ach komm, das hat alles keinen Sinn mehr hier. Naja. So. Ah, jetzt habe ich den Teufel mitgenommen, das war blöd, egal. So, jetzt können wir auch ein bisschen das wertvolle Zeug mitnehmen, gell? Ja, da die Wurst kannst behalten, die braucht keiner.
Kommt denn noch einer? Ich sehe nichts. Sehr schwere Truhe. Das Schloss ist zu kompliziert, kann nicht sein. Der Heinrich ist doch der volle Panzerknacker inzwischen. Verdammt. Das glaube ich ja gar nicht. Ich habe gedacht, der Heinrich ist voll der Lump. Der kann doch Schlösser knacken jetzt. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Ach, hört doch auf. Das glaube ich gar nicht. Mensch, Heinrich, was stimmt denn mit dir? Hm? Du bist doch guter Mann. Okay, also wieder ausziehen. Ah, Leute, da machst du was mit dir. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und den Blödsinn brauchen wir auch nicht. So, genau, und den auch nicht. Schauen Sie mal wieder fesch aus, jawohl. Okay, vielleicht ein bisschen schmutzig, aber... Schloss ist immer noch zu kompliziert. Wer hätte es gedacht? Das überrascht mich jetzt echt. Na gut. Okay, zumindest habt ihr ein bisschen was gesehen. Ne? Nachtfalkentrank, sei Dank. Oh je. Da kommt der Kommando, der von weggelaufen ist. Da bleibst. Ja, was ist jetzt das für Gaudi? Spinnst wohl, oder? Da bleibst. Der Anführer läuft weg. Ja, wo kommen wir denn da hin? Buja-Chaka. Der Anführer läuft weg. Was ein dreckiger Lump. Da bleibst, verstehst? Maske des Anführers. Schweinsöhrchen mitnehmen. Jawohl. Säbel, Groschen. Kommandischer Holzschild. Oh, das ist ja richtig was wert. Ja, jawohl. Jetzt verstehen wir uns. Das Shepard, danke. Töte den Anführer. Ja, der ist kaputt. Okay. So, jetzt bin ich leider wieder ein bisschen überladen. Aber es macht ja nichts. Also, Banditen sind kaputt. Der Kumane sah sehr merkwürdig aus, der hier im Unterhemd unterwegs ist. Also für mich kein echter Kumane, aber... Naja. So, der kommt mit, der kommt mit. Das ist nichts wert. Verbesserter Wundpfeil, das kommt noch mit. Den Rest kannst du behalten. Den Säbel will ich haben hier. Auch wenn er ein bisschen blutig ist. Hallo, krieg ich den Säbel? Danke. Kommandischer Holzschild, jawohl. So, hier ist aber noch irgendwo so ein lustiger Kollege. Das waren noch drei hier. Ach, den habe ich bloß bewusstlos geschlagen hier. Jetzt, das war der Typ, der hier abgehauen ist. Ja. Okay, den habe ich nur bewusstlos geschlagen. Alles klar. Na dann, so, was ist jetzt mit dem Galgenbrüder? Ja, ich habe ihn gewarnt und jetzt gehe ich zum Robart und stecke ihm das. Muss ich ja auch, ne? Ja. Ich muss es melden und hoffe, dass der Robart viele, viele Kollegen an den Start bringt, ne, dass Matthäus und Fritz sich das wirklich überlegen. Aber wenn sie... Oh, ja okay, da ist wieder jemand umgebracht worden. Hobie, da musst du jetzt zurück. Nein, muss jetzt nicht zurück. Der ist schon tot. Ne? Das macht den nicht wieder lebendig. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass Robart möglichst schnell reagiert, dass unsere Freunde keinen Blödsinn machen. Und wenn sie dann in ihr Verderben rennen wollen, ja, dann kann ich es nicht ändern. Ne? Wenn jemand auf Gedeih und Verderb unbedingt untergehen will... Boah, das wäre doch ein geiler Screenshot, oder? Aber klar, freilich. Ja. Dann muss man sie rennen lassen, ne? Wenn sie unbedingt wollen. Tja. Kann ich nicht ändern. Ich kann nur versuchen, es ihnen auszureden. Das hat nicht geklappt. Und vielleicht dem Robert dahingehend einen Tipp zu geben, dass der so viel Wachen aufbietet, dass die Burschen zur Vernunft kommen. Aber der Robert wird uns mit Sicherheit fragen, woher weißt du das? Ne, dass da was kommt. Da bin ich gespannt, was der Heinrich dann antwortet. Also. Robert pennt ja bestimmt. Wie spät ist es denn? Oh ja, der pennt bestimmt schon. So, ich habe jetzt wieder so viel Klamotten bei mir. Es schleppt mich wieder zu Tode hier. Es muss jetzt wieder alles zum Pferd.
Alles in die Satteltasche reinmüllen. Zack, 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 zack. Und zack und... Nein, verdammt. Da ging was fehlerhafterweise. Oh, unser Dingens hat was abgekriegt. Nicht gut. Ja, der hat was abgekriegt. So, Pferd, pass auf, du hast jetzt aber was eingesteckt, was nicht dir gehört. Ich will das wieder haben. Die Gleise dreht er, genau, richtig. So. Der Säbel. Die Axt, der Bogen, Schild. Und ungarischer Säbel, okay. Sehr schön. So. Dann brauchen wir noch unser Gedöns zum Reparieren. Jo. Und unser Rüstungsset. Jo. Und unser Schmiedeset. Brauchen wir hier unser Schneiderset. Jo. Okay, das haben wir aufgebraucht, unser Schneiderset. Das Ding ist wahrscheinlich noch nicht zu 100% ganz, aber was soll's. Robert, du alte Socke, wo bist du? Achso, du bist einen Stock höher, gell? Ja. Hier, glaube ich, das ist sein Zimmer, da pennt der Kollege. Hallo. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja klar, um die Uhrzeit vor allem, ne? Jemand will den Steinbruch ausrauben. Mein Gott, ist das dunkel. Den Steinbruch? Was weißt du darüber? Sobald das Geld für die Löhne eintrifft, schlagen die Räuber zu. Was? Wie haben sie von dem Geld erfahren? Weiß ich nicht. Aber sie machen Nägel mit Köpfen. Haben keinen Respekt vor niemandem. Du solltest deine besten Männer aussenden. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber ich schicke mehr Männer. Doch wenn das ein Scherz ist, dann gnade dir Gott. Ich fürchte, es ist keiner. Glaubst du, ich mache Scherze? Verdammt, ist das dunkel. Sorry, ich muss hier nochmal... Ne, steck das Ding weg. Hallo. Genau. Boah, verdammt, ist das... Jetzt ist zu hell. Ne, jetzt ist es zu hell. Es ärgert mich, dass du zu mir kommst. Ja, ja, jetzt pass auf. Das mit den Banditen und so. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Na klar. Ja, hier. Gute Arbeit. Sehr gut. Es gibt Berichte, wonach Leute am Bach von Thalmberg Richtung Uschitze überfallen wurden. Könnte sich lohnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Gut, ich sehe mich dort um. Ich habe Trophäen. Zeig her. Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. Alles Gute. Ja, da wärst was zum Teufel? Ja, geh weg. Da wärst du auch nicht reich bei dem. 375 für den Banditen, für den Chef hier. Das ist ja ein Witz, ey. Junge, Junge. Okay. So. Geigenbrüder. Ja, da muss ich jetzt hin. Da kann ich jetzt nicht warten. Und... Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ja, genau. So. Ja, dann würde ich sagen, wir reiten noch schnell zu... Vor allem schnell, genau. Wir reiten jetzt zu den Burschen und reden denen hoffentlich aus, da einen Blödsinn zu machen. Weil, naja, wir wollen ja nicht, dass ihnen was passiert. Und wir müssen sie irgendwie dazu bringen, dass sie das einsehen, dass das alles albern ist, was sie da vorhaben. Verprügeln sollten wir sie, verstehst? Für diesen Frevel. Für diese Dummheit, was sie begehen wollen. Beobachte den Überfall, ja, ja. Ne, ohne den Nachtfalkentrank würde ich jetzt überhaupt nichts mehr sehen. Ich mach trotzdem mal die Funzel an. Wo sind die Burschen, verdammt? Na gut, ich glaube nicht, dass der Geldtransporter abends kommt oder in der Nacht, oder? Doch, oder nö, oder was weiß ich. Ach, der ist da oben. Okay, jetzt hat er. Alles klar. Habe ich das falsch gedeutet, dann wird der da oben stecken, ja. Oh je. Entschuldigung, Rosienda. Ich habe wieder... in meiner grenzenlosen Weitsicht dich mitten ins Bächle stolpern lassen. Sorry.
Ja, der Fritz ist bestimmt da oben. Der Matthäus meine ich. Ja. Ja, wobei, dann wird der Fritz auch da oben sein. So. Ne, das will ich noch machen, dass die Burschen keinen Scheiß machen. Das wäre mir wichtig. Okay, hier machen wir mal Stopp. Ja, da sind's die Burschen. So. Screenshot-Zeit, genau. Zeit für den schönen Screenshot. Das Ende einer Freundschaft, Fragezeichen. Also nochmal. Andreas will euch hintergehen. Was? Er will, dass ich nach Thalmberg gehe und haupt... Der Hurensohn will... Beruhige dich. Dieses Schwein. Nee, das geht nicht. Lasst ihn in Ruhe. Irgendwann wird er dafür Ich kann's ihm nicht ausreden. Ich kann's ihm nicht ausreden. Hast du schon mit Mann... Nein. Dann rede mit ihm. Ah, Leute, ihr seid so doof. Ihr seid so doof, Mensch. Idioten. Diese Deppen. Schmeißen ihr Leben weg. Für ein paar Groschen, weißt du? Oh. So blöd konnte es echt nicht sein. Mann, Mann, Mann. Na gut. Tja, Leute. Wie es weitergeht, wollen wir beim nächsten Mal erfahren an dieser Stelle. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Kingdom Come Deliverance. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht. Ich bin gespannt und freue mich auf euch. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus.